Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Wir sind mitten in den chilenischen Wochen, wie man wahrscheinlich an mir sehen kann. Wir machen heute Cinnamon Rolls. Was brauchen wir dafür? Wir fangen heute mal nur mit dem Teig an und die restlichen Zutaten kommen nach und nach. Das Wichtigste ist, wir haben hier 200 ml Milch und 30 Gramm Butter. Die müssen wir natürlich erstmal erwärmen. Tun wir hier rein. Kocht auch auf Stufe 3. Und die Butter, kleine Stückchen. Zack, zack, zack. Einfach rein. Kannst ruhig mit der Kamera hier drauf bleiben. So, dann kommt hier der Rohrzucker. Ungefähr 70 Gramm. Das muss natürlich jetzt erstmal alles schmelzen. So, unsere Milch und unsere Butter ist schon fast geschmolzen. Wir wollen es natürlich nicht kochen. Wir kippen das jetzt hier einfach in unser Mehl mit rein. So. Kommt eine Packung Hefe. So, ich habe hier noch ein bisschen Reservemehl, falls es zu klebrig werden sollte. Ich mische das jetzt erstmal so ein bisschen. Ein Ei. Und jetzt geknetet. Der Teig sollte nicht so klebrig sein, aber er sollte auch nicht zu fest werden. Das sollte reichen. Wir haben hier noch ein bisschen Mehl. Lassen wir unten drin. Ein bisschen Mehl drüber streuen. Jetzt nehme ich ein sauberes Handtuch. Das mache ich komplett nass. Mit kaltem Wasser. Was heißt nass? Ich mache es feucht. Also ich mache es einmal richtig nass. Und friere es aus. Und jetzt kommt das hier drüber. So, und jetzt haben wir unseren Ofen hier, der bei 50 Grad ist. Stellen ihn einfach rein. Ofen kann man jetzt eigentlich auch ausmachen, der ist schon vorgewärmt. Der hat ein bisschen Grundwärme und der Teig kann sich jetzt wohlfühlen und das sollte reichen für 2 Stunden. Also ich mache den Ofen wieder aus. Wir machen jetzt unser Innenleben für unsere Zimtschnecke, unsere Cinnamon Roll. Hier haben wir Butter, 50 Gramm. Hier habe ich Machal. Machal ist kondensierte, Kondensmilch. Kondensmilch gekocht, bis sie verbrennt sozusagen, also karamellisiert. Das kommt jetzt hier mit rein. Aber nicht alles, sonst bringt mich meine Frau um. Die braucht das so zum Leben. Dann mischen wir das hier einfach mit der Butter. Jetzt tun wir hier noch ein bisschen Zimt. Ja. Da muss schon ordentlich rein. Das sind ja eine Cinnamon-Schnecke, ne? Also schon so 2 Esslöffel, okay. Ein bisschen mehr. Ja, das sollte reichen. Und wieder rühren. Der Teig ist jetzt richtig weich und fluffig. So, perfekt. Ein bisschen in die Länge ziehen. Man sollte schon das ganze Blech voll kriegen. Ich mache es einmal so in die Länge. Jetzt nehme ich den da. So. Immer schön quadratisch rollen. Der Teig ist perfekt, dankeschön. Und die Hand ein bisschen in die Länge ziehen. Und jetzt kommt unsere Machal. Zimt, Vanillemischung. Einfach über so ein bisschen teilen.
Jetzt fangen wir an. Einfach so umklappen. Dann nochmal umklappen. Nochmal umklappen. So. So, die Schnittstelle nach unten. Ja, das klappt ein bisschen über. Machen wir erstmal so. Jetzt nehme ich mein tolles neues scharfes Messer hier. Ja. Ja, so 1, 2. Ich würde sagen so 3 cm. Obwohl, könnte zu viel sein. Machen wir so. Das ist die perfekte Größe. Jetzt alle nebeneinander hier. Das sind Cinnamon Rolls, die kommen jetzt nochmal in den Ofen. Wir lassen die so ein paar Stunden noch gehen. Und dann packen wir die gleich in den Ofen. Ja, der ist schon vorgeheizt. So, eine halbe Stunde kann man die jetzt nochmal drin lassen, dann gehen die jetzt nochmal insgesamt nochmal auf und dann ja, backen wir die gleich bei 180 Grad insgesamt 20 Minuten und dann kommt nach 10 Minuten schon die Glasur. Die Glasur machen wir später. So, unsere Cinnamon Rolls sind jetzt aufgegangen. Sie sehen super toll aus, würde ich sagen. Also machen wir unser Topping. Ich habe hier ungefähr 30 Gramm Butter. Dann packen wir hier noch ja, ungefähr 150 Gramm Frischkäse dazu. Ja, ein bisschen vermischen schon mal. Es muss cremig sein, aber es sollte nicht zu fest sein. Jetzt reiben wir die Zitrone. Ganz leicht ab. Wenn das weiß ist, sollte man aufhören zu reiben. Man sollte wirklich nur das Gelbe reiben. Das Weiße hat zu viele Bitterstoffe. Und wir wollen ja keine Bitterstoffe da nachher drin haben. Deswegen immer mal ein bisschen drehen, ein bisschen gucken, dass man nur die schönen Teile erwischt. Immer noch die Zitrone. Einmal so in der Mitte aufschneiden. Ein Trick, wenn man mal keine Zitronenpresse hat, einfach eine Gabel reinstechen und dann drehen. Man muss natürlich die Körner dann rausfischen, aber so kriegt man auf jeden Fall ordentlich Zitrone raus. So, jetzt probiere ich das mal mit dem Mörser. Ungefähr 70 Gramm Zucker. Unser Rohrzucker habe ich ein bisschen fein gekriegt. Ich gebe den jetzt einfach hier rein. Den rühren wir jetzt weiter hier. Man kann die ganze Sache auch mit Puderzucker machen. Aber wir haben uns dagegen entschieden, wir wollten mal was Neues ausprobieren. Wir warten natürlich, wir backen erstmal so ungefähr 8 Minuten und dann kippen wir das Frosting erst drauf. Also mache ich das jetzt erstmal weiter, bis ich das hier richtig cremig habe und dann sehen wir uns dann gleich. Bis gleich. So, eigentlich normalerweise muss man das jetzt nochmal auskühlen lassen. So. Ich schneide jetzt hier ein Stück raus. Tja, das ist ein Cinnamon Roll mit Machal, mit einem Orangentopping. Hier kommt noch so, meine Frau liebt das. Packen wir auch noch direkt hier den kleinen auch noch dazu. Unserer Chilean Week. Perfekt war halt. Meine Frau wird das jetzt verkosten. Cinnamon Rolls, sehr einfach, lecker und nicht so gesund, aber dynamisiert. Ich danke euch.